bin der Andi Feferer, spiele Rollstuhl-Tischtennis seit meinem ersten Tag im Rollstuhl und wohne in Wien und spiele für Niederösterreich. 1988 haben wir einen Unfall gehabt, ich habe einen Badeunfall. Mit einem Kopfsprung ins Meer haben wir den 5. Halswirbel gebrochen. Und in der Rehabilitation im Rehabzentrum Weißerhof war Tischtennis eine Therapieeinheit. Und habe dort regelmäßig Tischtennis gespielt, jeden Tag eine Stunde. Und der Sportlehrer hat gesagt, ich bin nicht so schlecht, ich soll das forcieren. Und damals war ein anderer großer Rollstuhl-Tischtennissportler zufällig am Weißen Hof. Der hat einmal in der Woche am Weißen Hof Tischtennis trainiert, der Rudolf Haig. Und war auch mehrmaliger Paralympicsieger. Und ja, habe dann mit ihm 6 Jahre lang trainiert. Und so bin ich dann zum Tischtennisspielen gekommen. Meinen allergrößten Erfolg habe ich bei den Paralympics 2008 erzielt. Da bin ich Paralympicsieger geworden im Land des Tischtennis. In China war für mich ein Riesenerfolg. Es hat auch noch viele andere gegeben vorher schon. Ich bin Europameister geworden vorher, bin Vize-Weltmeister und Nummer 1 auf der Weltrangliste war ich jetzt 4,5 Jahre und habe das größte Tetra-Turnier gewonnen, was es gibt auf der Welt. Wie schaut dein Weg nach London aus? Ich habe schon genaue Ziele und einen genauen Trainingsplan schon erstellt. Es hat schon heuer angefangen. Ich habe unter anderem 4 neue Schläger gekauft und bin gerade am Testen, welcher der beste ist für London. Ich habe einen neuen Rollstuhl zugelegt und eine neue Trainingsweise ausprobiert, die, finde ich, am besten ist für London. Und ich habe sie heuer durchgespielt und so ist mein Weg nach London schon vorbestimmt. Wenn alles gut läuft und ich nicht verletzt bin, hoffe ich mir schon eine Medaille. Als Paralympicsieger und Titelverteidiger sollte man schon Gold verteidigen können. Aber ich wäre mit einer Medaille total zufrieden. Aber wenn ich beim Tisch stehe, kämpfe ich um jeden Ball und ich verliere ungern.